don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Call of Heroes Ganzlinger. Ein neues Let's Play Projekt. Und ich drücke mal eben U und wir vergeben den ersten Fähigkeitspunkt. Okay, du kannst hier einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Wähle eine der drei Fähigkeitskategorien und erwirb die Fähigkeit ganz links. Okay, was haben wir hier? Revolverheld, Trapper und Ranger. Warum wir als Level 2 starten, liegt vielleicht daran, dass ich das hier schon ein paar Mal angespielt habe, um die Aufnahme... Technik mal zu gucken, weil das halt ein bisschen neuer ist als die Spiele, die ich bis jetzt aufgenommen habe und ich war mir nicht sicher, ob das mit dem Programm funktioniert, mit dem ich aufnehme. So, so viel dazu. Auf jeden Fall, würde ich mal sagen, nehmen hier, schnapp dir zwei Revolver und zeig's ihnen, während du einen Revolver hältst, kannst du mit drücke Mausrad nach unten oder mit Hilfe von drei beidseitig ziehen. Das klingt erstmal schon mal nicht schlecht, aber wir schauen mal hier. Was haben wir hier? Adlerauge. Visieransicht verlangsamt die Zeit. Nimm dir Zeit beim Zielen. Beim Zielen mit einer langen oder einhändigen Waffe hilft dir eine kurze Rechnemaustaste, konzentrationsähnliche Verzögerung. Gerade lang genug, um perfekt zu zielen. Das klingt auch nicht schlecht. Was haben wir beim Trapper? Kreuzritterrüstung. Nahkampfwiderstand. Du wirst niemals kugelsicher, aber du kannst mehr aushalten. Aber ich glaube, wir machen mal hier das Adlerauge. Ja, bitte. So, und zurück. Und wir sind auf dem Weg zu Billy the Kid. Ich glaube, einer der bekanntesten Revolverhelden des Wilden Westens. Okay, kehre zum Versteck zurück, das machen wir natürlich.
man sieht das Ganze jetzt so ein bisschen im Comic-Style gehalten von der Grafik her. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Na, oder man ist hier schon mal aus der Distanz so ein bisschen. Ach ja, was soll's. Help! Shoot that son bitch! Erfahrung verdienst du durch das Erledigen von Gegnern. Du brauchst sie, um durch Levelaufstieg zusätzlich Fähigkeiten zu verdienen. Gut, das wissen wir schon. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Ja, aber Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Fire at will! Spread out, goddammit! Okay. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Okay, drücke Q, um Konzentration zu aktivieren. Na. Geht doch. Nachladen wäre vielleicht kein schlecht großes Laut. So, mal ein bisschen leiser drehen. Sonst verstehe ich ja gar nichts von dem, was ich sage. Oh. Okay, wo sind die? Na, das läuft ja hier schon. As the governor of New Mexico was famed for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Na, komm schon. Okay, wir sollten vielleicht noch ein bisschen decken gehen. Na, komm raus. Nachladen ist noch einer hinter der Tür. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und dann laden wir nochmal eben mal. Und plündern hier die Feinde ein bisschen. Na, was wir da Fässer haben, oder? Also wenn wir auf die Fässer schießen, dann explodieren die. Das ist ja auch ein relativ bekanntes Konzept. Okay. So nah und dann brauche ich auch noch zwei Schüsse. Das ist natürlich jetzt, ja, peinlich. Na egal. Okay, wir ducken uns hier mal durch. Okay, nachladen haben wir. Watch out! He's one of them! Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads. So, noch einer weniger. Da ist aber doch noch einer. Nachladen. Oh. Na, komm raus. Komm raus, du Feigling. Geht doch. Einmal nachladen. Still, one of them reached the water tower. Du kannst tödlichen Füßen nur bei vollständig auf kleiner Tour sein. It would be a turkey shoot from up there. Ich würde sagen, wir machen das mal. Na, komm schon. Ach, geht doch. Den haben wir auch erwischt. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen hier die Munition mal mit, laden nochmal die zwei Schüsse nach. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Okay. Let's do this. Okay, da sind noch welche. Someone shoot that bastard. Gut, ich hätte vielleicht über Konzentration verwenden können. Aber ich dachte, ich spare mir das vielleicht mal auf, vielleicht auch später. Vielleicht brauchen wir das vielleicht noch. Na? Okay, wir hätten jetzt getroffen. Wahrscheinlich hier, der noch rechts irgendwo steht. Na, ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Ah, das ist ein Fass. Okay, da ist er noch rechts, verdammt. Okay.
Ey, das gibt's doch nicht. Okay, wir sind einer weniger. Na ja, gut, was mit dem Zielen, das übe ich dann nochmal. So ein bisschen. Na komm raus. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Drücken mal O für das aktuelle. Okay, kämpfe dich zum Hintereingang des Farmhauses durch. I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. Beef it! Cut their number in half. But that just made the ones that were left twice as mad. You're done. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Okay, nehmen wir eben nochmal hier die Munition mit. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir können hier aber nicht mehr mitnehmen. Okay. Dann gehen wir mal rein zu Billy the Kid. And like that, I was inside. None the worse for wear. I passed Dirty Dave. And upstairs, I found Billy and Charlie Boldrin. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Das läuft jetzt übrigens ein bisschen besser. Ah, okay, hier haben wir noch einen, nämlich. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where the hell is Garrett? That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Fire, fire. Ja, die Jungs mal ein bisschen. Aber noch einen. Na, schon. Also, nachladen. Suckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? Oh. It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Okay, bevor wir da jetzt runterspringen, würde ich sagen, wir schauen uns nochmal die Fähigkeiten an. Revolverheld, Trapper, Ranger, was haben wir denn hier? Wahrheitssucher, tiefe Taschen, höhere Munitionskapazität. Klingt natürlich schon mal ein bisschen verlockend.
Aber was hatten wir hier? Hier hatten wir das mit dem ungefähr jede vierte feindliche Kugel aus einer kurzen Waffe prallt von dir ab. Klingt natürlich auch interessant. Beidhändig, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber wenn ich jetzt das wählen würde, dann könnte ich hier konzentriert, dann hätten wir mehr Konzentrationszeit. Oder hier könnte ich auch die Munitionskapazität für den Revolver erhöhen. Ja. Lass keine wichtigen Details aus. Zusätzliche Geräusche und Hinweise leiten dich zu den verborgenen Nuggets der Wahrheit, vorausgesetzt du bist nah genug dran. Das bringt dir mehr Erfahrung. Mehr Erfahrung ist natürlich auch gut, aber ich bin so in dem Finden von so, ja, von so suchbaren Gegenständen in Spielen immer sehr schlecht. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal hier die beidhändige Geschichte. Und ja, das war doch jetzt schon mal lässig, würde ich sagen. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Ja, das gefällt mir doch sehr. Yeah. And just when I wenn ich jetzt noch treffen würde, dann würde ich dann noch these mehr. Hapless bastards would pop up. Oh. Nachladen wäre keine schlechte Idee, würde ich sagen. Okay, der I had the stables within my reach. Okay, der schießt aber dann immer aus beiden gleichzeitig. After the fight, ja, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Ah, ich finde die Geschichte sehr schön erzählt, muss man schon sagen. Was mich ein bisschen nervt, ist der deutsche Untertitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo man sich dann nicht so wirklich auf das den englischen Originalton konzentrieren kann. Aber nun gut. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe to toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked on tin star. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Okay, dann müssen wir den Gegner jetzt ein bisschen fokussieren und immer schön im Auge behalten. Was? Okay, wenn dein Gegner zur Waffe greift, drücke linke Maustaste, um die Waffe zu ziehen. Ziele mit der Maus und schieße dann mit der linken Maustaste. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? End? Boy, that was just the beginning. Genau, das ist nämlich erst der Anfang bzw. das Ende von der ersten Folge von Let's Play Call of Heroes Gunslinger. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe das Spiel selber auch noch nicht gespielt, also bis hierhin ein paar Mal, insgesamt dreimal, glaube ich, bis hierhin. Und ja, den Rest habe ich auch noch nicht gespielt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Let's Play Call of Heroes Gunslinger. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.